GGM Gastro und Frank Rosin kochen für euch und wir haben was richtig Leckeres. Roast Beef. Wir kochen heute Sous Vide. Das heißt nichts anderes als im Vakuum gegart. Kleine Temperatur, lange Garzeit, gutes Produkt, weil schonend gegart und eine gute zeitliche Planbarkeit. Warum? Das sage ich euch gleich. Jetzt fangen wir erstmal an mit unserem Roast Beef. Wir haben hier ein schönes Stück, das ist so ungefähr ein Kilo schwer. Und werde das jetzt in so einem Sous Vide Beutel reinpacken. Ein paar Gewürze dazu und dann wird es vakuumiert und dann im Sous Vide Garer hier hinten gegart. So, also wir nehmen hier diesen Beutel, packen das Fleisch hinein. So, dann kommen Kräuter hinzu. Rosmarin, Thymian. Guck, so geht das. Dann habe ich etwas Knoblauch mitgebracht. Den schäle ich nicht ganz. Den packe ich einfach hier so bei. Ein Stückchen Butter. Ein Schluck Vino Blanco. So, ein bisschen Pfeffer noch. So, Salz gebe ich nicht hinzu, weil Salz würde mir zu viel Feuchtigkeit aus dem Fleisch rausholen. Also zu hydroskopisch. Das Ganze mache ich mir hier so dicht. Und jetzt gehe ich rüber zu dem Vakuumiergerät und werde das Ganze vakuumieren. Komm mit. Einfach die Tüte hier rein, Deckel runter. Fertig. Und jetzt einfach in das GGM Gastro Sous Vide Gargerät. Rein, zumachen. Das Ganze gart jetzt bei 49 Grad, circa 6 Stunden. Ihr könnt die ganze Sache aber auch noch länger garen. Weniger Temperatur, längere Garzeit. So sieht das dann aus. Das ist doch mal klasse, oder? Das ist mise en place machen, währenddessen du schläfst. Oder bei der Familie bist oder wo auch immer. Und dann macht man das einfach auf und hat ein wunderbar, wunderschön gegartes Stück Fleisch. Schaut mal hier, die Kräuter, alles schön eingearbeitet in das Fleisch und ein schön gargezogenes Stück. So, guckt euch das an, wie schön das ist. Die Mega-Kupferpfanne von GGM, ich liebe sie. Olivenöl drauf, abtropfen und einfach jetzt in der Pfanne scharf anbraten. Gar ist es eigentlich schon. Jetzt gebe ich nur noch die Röststoffe dazu. So, nehmen das Ganze um. Schaut mal hier, das ist eine Kruste oder ist das eine Kruste? Hier schön würzen, Salz, Pfeffer. Und währenddessen das Ganze jetzt so ein bisschen schmurgelt, gehe ich hin und mache mir ganz schnell für meine Ofenkartoffeln, die ich im Ofen zubereitet habe, ganz einfach in Folie packen und 45 Minuten bei 180 Grad garen. Und machen wir dazu eine kleine Kräuter-Sour Cream. Dafür nehme ich einfach meine Kräuter, die ich hier habe. Und zwar Schnittlauch, etwas Petersilie. Dann habe ich hier ein bisschen Dill. Nehme meinen Creme Fraiche. So, pack meine Kräuter hinzu. Dann gibt es ein bisschen Schale. Saft von der Zitrone. Salz, Pfeffer. Und fertig ist meine Sour Cream. Jetzt habe ich hier meinen Fleischsaft von dem Sous Vide Garen. Packe ich hier zu. Das ist nicht purer Fleischsaft. Und den lasse ich hier jetzt noch ein bisschen einreduzieren. So, und jetzt gehe ich hin und schneide mir hier ein schönes Stückchen runter. Oh, sehr, sehr schön. Kleine Kartoffel dazu. Mehr brauche ich gar nicht. Hier, so, meine Sour Cream.
So, ganz vorsichtig. Sous-vide gegartes Roast Beef. Mit einer kleinen Folienkartoffel und Sauerrahm. 6 Stunden gegart. Und in Zukunft auch für euch. Ganz einfach für eure Gäste, damit es mega lecker klappt. Und vor allen Dingen mega lecker ist. Guten Appetit, viel Spaß. Wünscht euch GGM Gastro und Frank Rosin.